Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zur dritten Folge unserer PvE-Reihe Sturmangriff Scorpius. Heute spielen wir Level 4 und 5. Wir gehen rein in die Materie. Ja, meine Freunde, nachdem Level 2 und 3 doch etwas enttäuschend waren, da die Gegner in den Leveln nicht nur nicht stärker, sondern auch weniger geworden sind, es weniger Wellen pro Level gab und sich die Herausforderung und Abwechslung generell recht stark im Zaum hielt, hoffen wir, dass es heute etwas besser wird. In Level 4 spielen wir mit der Disc Launcher 8 und erhalten als Reward 5 Glücksschlüssel sowie eine Stahlkiste. Das ist schon mal ein etwas besserer Reward. Ich mag Glücksschlüssel. Im letzten Video hatte ich es mal kurz eingeblendet, ich möchte es allerdings nochmal kurz mündlich erwähnen. Den Sturmangriff können Spieler spielen, die mindestens 30.000 XP im XP-Pfad erreicht haben. Für alle anderen Spieler, die darunter liegen, steht dieser Modus nicht zur Verfügung. Genug geschnackt, legen wir los mit Level 4. So, dann schauen wir mal Level 4, was uns hier so erwartet. Wir sind natürlich leider Gottes wieder in der japanischen Stadt. Wir sind wieder auf dem zentralen Kontrollpunkt und Welle 1 beginnt. Auf der Minimap zu sehen, die starten an 4 verschiedenen Punkten, werden uns erfahrungsgemäß gleich einkreisen und stark unter Beschuss nehmen. Allerdings sind die Waffen hier natürlich extrem low gelevelt. Ihr seht, selbst mit den Disc Launcher 8 sind die maximal Toolshot. Das heißt, sobald ihr ein gewisses Level im Spiel habt, scheint dieser Modus wirklich nichts besonders Anspruchsvolles mehr zu sein. Man wird ihn halt spielen wegen den Rewards, warum nicht? Die hoffentlich auch noch besser werden, weil zumindest in den ersten Leveln lassen sie halt schon ein bisschen zu wünschen übrig, auch wenn ich über die 5 Glücksschlüssel ganz froh bin, die da wohl auf uns zukommen werden. Und aber ansonsten ist das wohl eher was, um halt, ich sag mal, kleinere Spieler so ein bisschen voranzubringen. Wie gesagt, 30.000 Punkte braucht man in etwa, also mindestens XP, um diesen Modus spielen zu können. Und wenn man jetzt beispielsweise den Mech schon hat, allerdings halt auf einem niedrigen Level, 2-3 Sterne und dann noch ungelevelte Waffen, dann wird das natürlich anspruchsvoll sein. Dann werden das auch schwierige Gegner sein, sage ich mal, wenn du da von so vielen beschossen wirst, dann wirst du dann wirklich gucken müssen. Aber so mit gemaxtem Equipment, da rasierst du halt einfach durch. Das ist dann absolut kein Anspruch. Wie gesagt, die Hoffnung gebe ich immer noch nicht auf. Wir sind jetzt bei Level 4. Das bedeutet quasi, dass wir noch 8 weitere Level vor uns haben. Das 5. spielen wir auch noch gleich durch. Und da gucken wir dann mal, ob sich da dann vielleicht zumindest in den höheren Leveln noch irgendetwas ändert. So, Welle 2 haben wir jetzt auch abgeschlossen. Wir haben hier natürlich wieder den typischen Sniper Orion gehabt, der uns hier markiert hat. Da kommen jetzt wieder einiges an Gegnern. Die haben natürlich wieder nur Autocannon. Wir haben jetzt hier auch, das ist, glaube ich, neu, der Tank mit der Shotgun, der uns hier versucht zu Leibe zu rücken. Oder war das überhaupt die Shotgun oder war das die Fragment Gun? Ich glaube, eins von beiden war es. Aber ihr seht, egal was hier, von wie vielen Seiten sie kommen, mit was sie auf uns schießen, es zieht uns einfach kaum Leben ab. Wir sind immer noch bei 154.000 Lebenspunkten. Wir haben noch nicht mal ein Viertel unseres Lebens weg und wir sind schon bei der vorletzten Welle. Wahrscheinlich werde ich es auch ab der nächsten Folge werde ich so machen, dass ich die Waffen, wenn sie noch nicht gemaxt sind in meinem Test-Server-Inventar, dass ich sie nicht maxen werde vor dem Game. Na, dass mir also den Mech kann ich jetzt nicht mehr zurückbauen, aber zumindest, dass wir halt die Waffen ungelevelt lassen. So, wir sind fertig mit Level 4. 5 Glücksschlüssel haben wir bekommen. 2 Minuten 23 haben wir gebraucht und wir haben Crap aus unserem Tresor gezogen. Ja, den Ansatz der ersten Welle der vierten Runde fand ich eigentlich ganz witzig. Eine Menge Mechs, die einen von allen Seiten angreifen. Ansonsten war die Runde eigentlich wie die Runden zuvor, auch ohne großartige Veränderungen innerhalb der einzelnen Wellen. Level 5 steht an. Wir spielen mit einer Mortar und einer Fragment Gun. Ich finde das ziemlich interessant, mal gucken, wie das läuft, und die Belohnung besteht aus einer Silberkiste. Einer Silberkiste, ja. Das sind Belohnungen, die Welt nicht braucht. Machen wir weiter mit Level 5. So, Level 5. Okay, wir sind auf hängende Gärten. Das ist schon mal eine neue Map. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Nachdem ich die Japano-Map jetzt gar nicht mehr sehen kann. Aber hey, immerhin. Neue Map. Wir haben interessante Waffen auf jeden Fall dabei. Eine Mortar und eine Fragment Gun. Das verspricht auf jeden Fall interessant zu werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder... Oh, wir haben hier wieder massig Gegner. Richtig massig Gegner. Die aber natürlich alle kein großes Hindernis darstellen. Sie sind auch wieder ziemlich schwach, wie man sieht. Keinerlei
Änderungen in der Schwere der Gegner, würde ich mal sagen. Immerhin ist es cool, dass wir uns hier auf einer neuen Map befinden. Okay, wir haben übrigens wieder 5 Wellen, witzigerweise. Die erste haben wir aber auch schon wieder abgeschlossen. Gut, gucken wir mal, wie es jetzt in der zweiten Welle läuft, was uns jetzt hier erwartet. Natürlich das gleiche wieder. Okay, wir haben jetzt Mortar, das ist neu. Auf MDs. Okay, wir hatten ja jetzt in der letzten Folge hatten wir ja auch eine Helix auf einem MD. Jetzt haben wir halt einen Mortar. Oh, 2 Mortar tatsächlich, also 2 MDs mit Mortar. Okay, Welle 2 auch schon wieder abgeschlossen. Keine große Herausforderung gewesen. Die Mortar sind hier natürlich auch nicht gelevelt. Das heißt, die treffen euch mit allen an sich grenzender Wahrscheinlichkeit treffen die euch gar nicht, weil die gar keine Implantate für den Radius oder so drauf haben. Ihr seht, man läuft hier durch wie Butter. Hauptsächlich eben mit der Fragment Gun. Ein Schuss einseitig reicht, um einen Mech hier aus dem Leben zu befördern. Zack, weg ist er. Welle 3 haben wir auch schon abgeschlossen und wir sind noch nicht mal ganz bei 1,5 Minuten. Das ist jetzt Welle 4. Mal schauen, was uns hier erwartet. Zack, weg ist der Kollege Schnürschuh. Okay, jetzt sind die da alle da hinten. Da können wir natürlich die Mortar wieder einsetzen. Wir haben natürlich auch kein Reichweitenimplantat drauf. Das heißt, unser Mortar hat natürlich auch, oder wird doch, das ist neu. Das ist die, das ist glaube ich die Plasma Cannon, ne? Genau, mit diesen komischen Kugeln. Neue Waffe auf jeden Fall bei den Gegnern. Okay, ab Level 5, Welle 4. Die spawnen jetzt auch direkt hinter mir offensichtlich. Ne? Also direkt on my back, wenn man so möchte. Ändert aber natürlich nichts daran, dass das halt überhaupt nicht gefährlich ist. Aber wir haben ihn mit Mortar erwischt, sehr schön, weil der Gegner einfach überhaupt keinen Schaden verteilt. Ne? Das ist, wer hat mit Papier nach mir geworfen? So nach dem Motto, okay, Welle 5, die letzte Welle, da müsste jetzt direkt auch irgendwo der Commander sein. Oh, guckt mal, wir sind direkt bei der Artillerie gespawnt. Zack, Skirmisher weg, da hinten ist nochmal einer. Wo ist der Commander? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir haben hier mit Mortar drauf. Hier mit unseren Rückenraketen, mit unseren Javelins, zack, Fragment Gun, weg ist der gute Kollege. Und wo ist er denn der letzte? Der ist ganz hinten in der Base. Okay, da chillt noch einer wahrscheinlich hinter diesem, hinter dieser Steinwand hier. Da chillt der und zieht so seine Kreise, wie man auf der Minimap erkennen kann. Bin hier mal gespannt, was jetzt hier, okay, ganz normale Artillerie. Hä, gibt's hier gar keinen Commander? Habe ich irgendwas verpasst? Okay, Welle 5 abgeschlossen. In nicht ganz 3 Minuten haben wir die Runde für uns entscheiden können. Es gab keinen Commander, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Ja, meine Freunde, das war's auch schon wieder. Level 4 und 5 haben mich jetzt ebenfalls nicht vom Hocker gerissen. Allerdings fand ich das Ganze dann doch etwas besser als Level 2 und 3 aus der letzten Folge. Insbesondere, da wir in Level 5 dann doch zumindest eine neue Map spielen durften. Ich bin dann erstmal gespannt, was Level 6 und 7 so mit sich bringen. Ihr auch? Gut, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns zur nächsten Sturmangriff Scorpius Folge und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.